Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Dieses Mal starten wir im Titelbildschirm, das hat einen ganz einfachen Grund, denn jetzt seht ihr, wer The Fairy Flies hat sich währenddessen schon in Airy Lies umgeändert, also von wo die Fee fliegt, in Airy lügt. Was im Deutschen nicht wirklich möglich ist. Mir wurde auch erzählt, dadurch, dass die zwei F weg sind, das ist ein Ansatz an Final Fantasy, da das ganze System ja auf Final Fantasy auch beruht. Aber hier seht ihr eben, dass sich der Spieltitel geändert hat. Aufgrund der Tatsache, dass wir Ares Lügen identifiziert haben. So. Können wir hier nicht irgendwo landen? Nee. So. Und jetzt müssen wir mal hier hin, um die Quest für den letzten Asterisk, den wir noch nicht haben, zu beenden. Den, wie heißt er nochmal? Zauberer heißt auf Deutsch, Conjurer auf Englisch. Ja, und es fehlen noch ein paar von den blauen Kisten. Das werden wir aber auch noch machen, bevor wir in die Lichtsäule gehen. Punkt 1 ist aber jetzt erstmal, diese Quest fertig zu machen. Und die nächste Folge ist Folge 200. Und wie bei Folge 100 wird es auch diesmal wieder darauf hinauslaufen, dass wir Norende reinigen. So gut es uns eben möglich ist. Ich werde auch ein bisschen mit den Klassen rumspielen, wenn ich gegen diese schwächeren Gegner kämpfe. Sonst, ja, das macht ja keinen Sinn, wenn ich mit vollen Klassen kämpfe. Er steht nebeneinander, ihr braucht euch nicht anschreien. Nein, sag mir nicht, wir müssen gegen die beiden antreten. Bitte sag mir nicht, dass wir gegen die beiden antreten müssen. Ach, das ist okay. Das ist okay. So. Ja, da können wir uns ein bisschen heilen, weil ich glaube, ich kenne die Schwächen von denen nicht. Dann bleiben wir erstmal in. Ha, perfekt gemacht, würde ich mal sagen. So stark sind die jetzt auch nicht. Dann schauen wir mal, was die können. Halt so. Du kannst das gleich zweimal machen. Die haben viele Schützen und viele normale. So, der Rest verteidigt sich mal. 2000. Ja, okay. Keine Schwächen, aber nur 2000 Leben. Ich hätte schon merken müssen, da, als ich kaum Schaden bekommen habe. Halt, doch, du kannst, du bist doch das.
Sichelmond, genau. So. Und du kannst zur Not Feuer auf alle. Ja, oder du schaltest alle nur mit einem Schlag aus. In der Welt, die ganze Gruppe ist tot. Here in this world. That's right. You're the Vestal of Wind, Agnes. You can't end your journey here. And Olivia? You'd be condemning her to the same loneliness and dread you felt in the first world. The same could be said for you, Tiz. Do you intend to leave your brother all alone? Well, even if you two don't stay, I think Edea should remain here with her mother and father. What about you, Ringabel? You'd lost your memory for such a long time. Now you finally have somewhere to go. People who love you. I can't stay here by myself. I'll go wherever you do. Though the world may change, you never do. Not once, since that moment on the brink of the Great Chasm. We battled the Sky Knights together. Then we weathered the burning of Caldisla. I asked you to take me with you. Then we met, Edea. We stole the Echelot and awakened the Wind Crystal in Anshine. Venda Florum? And the Sacred Flower Festival? We lost Olivia, but awakened the Water Crystal. We worked together to save Aegle and Eisenberg. Remember how Agnes's face got all covered in soot? I hardly see how that detail is relevant now. But it was hilarious. And then there were all the fights before then, too. Then? Yes. Seems so. All right then. Let's go see the sage. Ist ganz klar, die bleiben alle hier. So, dann lass uns den Sage sehen. Denn der Sage weiß alles.
hört alles, riecht alles. Und mit und unter Umständen versteht er auch alles. Und Grützel Diffig. Ah, Grüßol Diffig. Ich weiß nicht, woher ich das hab. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gern schreiben. Ich weiß es einfach nicht mehr. So. Ein kleines Abspeicherchen machen. Man will ja nicht unbedingt, dass, wenn wir jetzt gleich gegen ihn kämpfen müssen, dass dann alles gleich verloren ist. Wobei wir haben eine All-You-Can-Do-Truppe. That is just what I mean. A job. A legend born 1,800 years past. The Conjurer Yuliana stands before you. Ha! Und ich wusste doch, dass wir kämpfen müssen. Er kann fliegen! Können wir seinen Stab auch angreifen? Das wär lustig. Nee, können wir nicht. Okay, dann, der Kampf wird sich jetzt wohl in die Länge ziehen. Autsch. 150.000. Okay. Als Moment, wäre vielleicht jetzt nicht die schlechte Wahl, das Eisflammschild zu nehmen. Weil der Mann sicher Prometheus Feuer. Das erscheint mir nicht gut. Jetzt verteidigen wir uns erstmal. So. Okay, es scheint auf jeden Fall nicht feuerbasiert zu sein. So, jetzt machen wir erstmal den Entzug. Dann kann sie damit reinhauen und das. Und du kannst auch entziehen. So, Verteidigung geschwächt. Und jetzt, wenn wir jetzt zuhauen. Ach, der hat seinen Angriff erhöht. Jetzt verstehe ich. Das sollte ich vielleicht wegmachen. Oh, Schaden machen wir nicht schlecht. Aber der Mann hält wahrscheinlich auch sehr viel aus. Okay. Das ist ja mickrig. So, und bannen. Also den Schaden, den wir machen, das ist ja fast schon lausig.
Und hat wehgetan. Ach du Scheiße. Blutdurst. So. Okay, Quattro-Schaden, das hat gerade 9.999 gemacht. Halt, so. Erzengel auf Tis. Oh Mann, das ist ein heftiger Angriff. So. Und er kann. Okay. Tja, Yama scheint wohl ein. Scheint ihn wohl etwas unterschätzt zu haben. Oder überschätzt? Ich habe ihn unterschätzt. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ist der, wenn der Meteor physisch ist, dann kann man wieder natürlich die übliche Sache mit dem Schild machen. Aber ansonsten muss ich mir überlegen, wie ich gegen ihn ankomme. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.